Meine Damen und Herren, liebe Freunde, es ist mir eine Freude, heute hier zusammen mit Herrn Dr. Hartwig, den ich sehr schätze, dieses Thema erörtern zu können und nach der großen Linie allgemein und deutschlandweit das Ganze jetzt auf Hamburg herunterzubrechen. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir uns heute hier in diesem wunderbaren Kaisersaal versammelt haben. Und freue mich hier, Sie in so zahlreich zu einem Thema versammelt zu sehen, was ja doch ein Thema nicht fürs Bierzelt ist, sondern tatsächlich was für politische Feinschmecker, möchte ich fast sagen. Zum eigentlichen Thema. Hamburg, Innensenator Andi Grote. Was sagt er als Einstieg hier? Der Rechtsextremismus ist die größte Bedrohung, mit der wir aktuell zu tun haben. Das müssen wir mit aller Härte bekämpfen. So vor knapp 2 Monaten bei der Vorstellung des aktuellen Verfassungsschutzberichtes 2018. Schauen wir uns doch mal die Fakten an, auf die er diese Einschätzung stützt. Folie 1, das Personenpotenzial. Man möchte meinen, wenn man den Rechtsextremismus als die größte Gefahr derzeit sieht, dass der grüne Balken den Rechtsextremismus abbildet. Wenn Sie, ich weiß nicht, ob Sie es in der letzten Reihe sehen können, genauer hinschauen, links sind die Islamisten mit über 1600 Personen, dann kommen die Linksextremisten, dann kommen die ausländischen Extremisten und rechts unten mit den 340 Personen finden Sie die Rechtsextremisten. Das kann es eigentlich doch dann nicht sein, worauf Grote sich bezieht. Dann gucken wir mal weiter, vielleicht macht die Gewaltorientierung den Unterschied aus. Da ist links auch wieder nicht dem größten Balken die Rechtsextremisten, da sind die Linksextremisten mit fast 1000. Dann kommen die Salafisten und 130 Rechtsextremisten. Das sind 130 Gewaltorientierte zu viel, aber trotzdem erschließt sich nicht ganz an die Grotes Bewertung. Und dann schauen wir nochmal zu den Gewalttaten, Gewaltdelikten. Auch hier eine aufschlussreiche Statistik. Aktuell jetzt 81 links und rechts 11. Da mag sich der eine oder andere fragen, woher Andi Grote seine Erkenntnis nimmt. Ein anderes Zitat von ihm. Kürzlich: Hamburg intensiviert den Kampf gegen den Rechtsextremismus. Verfassungsschutz wird personell verstärkt. Er muss es ja wissen. Für uns obrigkeitsgläubige Deutsche, er ist ja schließlich der Innensenator. Ich werde jetzt nachfolgend in 6 Kapiteln kurz darlegen, wie gerade der Hamburger VS politisch, VS Verfassungsschutz, klar, politisch agitiert, und zwar einseitig zugunsten der linken Szene und der Linkspartei und zulasten der AfD. Was wir, die Hamburger AfD-Bürgerschaftsfraktion, in einer ganzen Reihe von kleinen und großen Anfragen immer wieder herausgearbeitet haben. Blick 1, Kapitel 1, der Blick nach links. Wir sind mit dutzenden Anfragen nachgegangen der Raumgewährung an linksextremistische Gruppierungen durch städtische und staatliche Institutionen, durch öffentlich geförderte Kulturzentren, Theater, Museen, Bürgerhäuser. Diese oft unter Beteiligung gewaltorientierter linksextremistischer Gruppierungen. Regelmäßig kein Problem für diejenigen, so einen Raum zu bekommen. Dass die AfD-Fraktion und auch die Partei Räumlichkeiten auch von der Stadt auf dem Gerichtsweg erstreiten müssen, kontrastiert da. Das mag dem einen oder anderen vielleicht auch schon aufgefallen sein. Wir haben zuletzt mit unserer großen Anfrage, das ist die Drucksache 21-1778, auf 22 Seiten mit 44 Einzelnachweisen, ca. 200 Fußnoten, nachweislich Kontakte zwischen der Linkspartei, aber auch SPD und Grünen zu linksextremistischen Gruppierungen herausgearbeitet. Hier ein Ausschnitt daraus, geschwärzt bis zur Unkenntlichkeit durch die Bürgerschaftskanzlei. Aber das möchte ich jetzt hier nicht zum Thema machen.
da zeigt sich, dass über Jahre hinweg in verschiedenen Formen Demos, Bündnisse, Aufrufe, Pressekonferenzen, Aktionstrainings, Workshops, Seminare, Räume, Freundschaften in den sozialen Medien in einer Weise zusammengearbeitet wird. Wie gesagt, nicht nur Linkspartei, SPD, Grüne, Linkspartei und die ganze Szene bis ins Linksextremistische hinein. Quantitativ, qualitativ gewaltig. Was macht der VS daraus? Der VS sieht grundsätzlich, was die Linkspartei angeht, keinerlei Beobachtungswürdigkeit und erwähnt auch die Linkspartei nicht, etwa in VS-Berichten oder auch in seiner weiteren Informationspolitik, Internetseite, Pressemitteilungen. Wenn man dann auf die andere Seite schaut, vergleicht die Öffentlichkeitsarbeit des VS nach rechts und in Richtung AfD, drängt sich im Ergebnis der Eindruck auf, dass der VS in Hamburg jedenfalls auf dem linken Auge blind ist. Denn wenn wir die Zahlen anschauen wieder, in einem Zeitraum von 3 Jahren, vom 3.9.2016 bis heute, hat das Landesamt für Verfassungsschutz auf seiner Internetseite allein 11 Artikel, eigene und externe, mit Nennung der Partei AfD gebracht. Der Bundespartei oder auch des Landesverbandes Hamburg. Wohlgemerkt, nicht in den Verfassungsschutzbericht in dem Sinne aufgenommen, aber 11 Nennungen der Partei AfD, die damit ja in einen gewissen Kontext gestellt wird und in einer gewissen Weise an den Pranger gestellt wird. Dabei bilden Berichte über die Merkel-muss-weg-Demo unter Beteiligung von Personen, die nach Angaben des VS dem subkulturell rechtsextremen Milieu zuzuordnen seien und Verbindung zur AfD hätten, eine Rolle, aber auch Berichte über die Partei, über eine mögliche Einstufung oder ihre Teilstrukturen als Beobachtungsobjekt. Das LFV, das Landesamt für Verfassungsschutz, nutzt die Prangerwirkung des VS, um die AfD zu diskreditieren. Denn machen wir uns nichts vor, im Verfassungsschutzbericht genannt zu werden, das klang auch schon bei Herrn Hartwig an, das ist das, was im Mittelalter der Pranger war, wo ein Verbrecher auf dem Marktplatz ausgestellt wurde, in Holz gefesselt wurde, damit die anständigen Bürger auf ihn spucken konnten und ihnen gesagt wurde, das ist böse, das tut man nicht, bäh. Der Verfassungsschutz und die Erwähnung im Verfassungsschutzbericht heute tatsächlich einzuordnen. Gerade SPD-Innensenator Grote, wir haben bereits mit seinen Äußerungen Bekanntschaft gemacht, berichtet in diversen Medien und über die sozialen Netzwerke und schrieb am 4. September 2018, nochmal ein Zitat, die AfD in Hamburg muss sich jetzt ganz klar positionieren. Man kann nicht als bürgerlich-konservative Partei auftreten, und gleichzeitig mit Extremisten paktieren, die unsere demokratische Grundordnung verachten und bekämpfen. Sollte die AfD in Hamburg den Weg anderer Landesverbände in die Radikalisierung folgen und den Schulterschluss mit Rechtsextremisten vollziehen, wird sie unweigerlich ins Visier des Verfassungsschutzes geraten. Zitat Ende. Mal wieder hat er es da geschafft, die AfD in einer Verbindung mit wirklichen oder tatsächlichen oder auch nur behaupteten Rechtsextremisten zu bringen, was auf den normalen Bürger, der vielleicht nicht genauer hinhört, das Igittigit hervorruft. Was von der Presse, die das dann unter einer entsprechenden Schlagzeile aufgreift, natürlich auch gerne genommen wird. Über andere Parteien, die nicht Beobachtungsobjekte des VS waren, informierte der VS in der Vergangenheit nach unseren Erkenntnissen nie die Öffentlichkeit. Wir als AfD-Fraktion haben das den Senat natürlich auch gefragt. Der Senat verweigerte eine Auskunft und verweist nur auf das Hamburgische Verfassungsschutzgesetz, wonach, Zitat, über Gefahren für die freiheitlich-demokratische Grundordnung, Zitat Ende, informiert werden soll. Was die Gefahren sind, und inwieweit Gefahren für die freiheitlich-demokratische Grundordnung von uns ausgehen sollten, das bleibt Geheimnis des rot-grünen Senats.
Kapitel 3, Entgrenzung. Das ist auch wieder was Feines, wo es sich lohnt, sich ein bisschen näher damit zu beschäftigen. Im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit thematisiert der VS seit einiger Zeit das Phänomen Entgrenzung. Was ist damit gemeint? Fließende Übergänge von extremistischen zu nicht-extremistischen Positionen. Allerdings, Entgrenzung ist nicht gleich Entgrenzung. Und linke Entgrenzung ist dann, wenn man genauer hinschaut, jedenfalls in Hamburg und für Andi Grote, etwas anderes als rechte Entgrenzung. Aber Andi Grote muss es ja wissen, er ist ja schließlich der Innensenator. In diversen Berichten des VS oder seiner Vertreter, Webseite, Interview mit Amtsleiter Voss, Pressesprecher Hase, wird über Entgrenzungsphänomene des linken Spektrums berichtet. Dabei wird immer dezidiert differenziert. Man dürfe also nicht alles in einen Topf werfen. Da gibt es in dem Spektrum auch nicht extreme extremistische Gruppierungen. Das sind dann engagierte Demokraten oder nicht extremistische Akteure eben. Das wird auch dann behauptet, wenn sich in zahlreichen Fällen enge Kontakte und Kooperationen mit extremistischen Gruppierungen nachweisen lassen, durch gemeinsame Workshops und Aktionstrainings, zum Beispiel an der Hamburger Uni. Aber naja, Differenzierung ist ja grundsätzlich etwas Feines, würde ich auch grundsätzlich stets unterstützen, genauer hinschauen und nicht alles in den Topf werfen. Da gibt es im linken Spektrum eben gefährliche und weniger gefährliche. Und wenn das Andi Grote so sagt, dann hat das ja wohl seine Richtigkeit, denn er ist ja schließlich der Innensenator. Dann schauen wir mal nach rechts, wie es da mit der Differenzierung ausschaut. Was glauben Sie wohl? Bei Entgrenzungsphänomenen des rechten Spektrums, da wird alles in einen Topf geworfen. Da werden in rufschädigender Weise Verbindungen der AfD Hamburg, obwohl diese zu keinem Zeitpunkt Beobachtungsobjekt des VS war, zu Organisatoren der Merkel-muss-weg-Demo dezidiert herausgestellt, wobei die Verbindungen schauen dann so aus, dass es da zwischen einem Organisator da und einem Landesvorstandsmitglied hier eine Facebook-Freundschaft gibt. Also etwas, was der aus dem Hamburger Vorstand mit 3000 anderen auch verbindet. 5000 anderen verbindet. Aber der Verfassungsschutz ist ja schließlich wachsam und schaut genau hin. Und man will ja schließlich frühzeitig warnen vor demokratiegefährdenden Bestrebungen. Auch hier wird dann wieder der Parteiname explizit erwähnt, um klarzumachen, dass die AfD der Böse ist, den es zu diskreditieren gilt. Ein Schelm, wer da politische Absicht vermutet. Aber das verantwortet ja Andi Grote mit dem Stempel Senat, der Innensenator, und der wird es ja wissen. Schauen wir ins Kapitel 4, Verschleierung linksextremistischer Gruppierungen durch den Hamburger VS. Vorab, der Verfassungsschutz, das weiß nicht jeder, beobachtet weit mehr Gruppierungen, als dann tatsächlich in den Verfassungsschutzbericht aufgenommen werden. Das ist im Ausgangspunkt auch durchaus richtig und legitim. Im Hamburger Gesetz wird das nicht so sauber unterschieden, in anderen Landesgesetzen und wird das zum Teil deutlicher gemacht. Stichwort hinschauen, gefährdende, staatsgefährdende Bestrebungen ins Visier nehmen, ist das eine, niedrige Schwelle. Das Ganze dann mit der ganzen Prangerwirkung an die Öffentlichkeit zu geben, ist etwas ganz anderes. Das darf nicht auf einem kleinen, schwachen Verdacht beruhen, sondern das muss dann so hinreichend verdichtet sein, dass es sich lohnt, diese Prangerwirkung zu überschreiben. Das war der Grund, weshalb die Republikaner nachher auch am Ende gegen die Nennung im VS-Bericht und so weiter Erfolg hatten vor Gericht, Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Allerdings den juristischen Erfolg fuhren sie, ich glaube, 15 Jahre nach Beginn der Beobachtung der Partei ein, zu einem Zeitpunkt, als das Ganze politisch natürlich längst erledigt war. Also, der VS beobachtet weit mehr, als er danach einen Bericht aufnimmt. Von 27 Beobachtungsobjekten im linken Bereich informiert der VS in seinem 2017er Bericht nur über 11 Gruppierungen. Also von 27 über 11. Das lässt sich ja durchaus vertreten, wenn man diese unterschiedlichen Kriterien
anlegt. Es werden zum Beispiel auch Gruppierungen links beobachtet, die nicht im Bericht erwähnt sind, darunter die Sozialistische Linke als eine Teilgruppierung der Linken, auch der berühmte VVN, BDA, die MLPD und diverse gewaltorientierte Antifa-Gruppen. Der VS, den wir auch ausdrücklich fragten in unserer Anfrage, wies darauf hin, der Verfassungsschutzbericht sei kein Rechenschaftsbericht und man könne bei der Ausgestaltung Schwerpunkte setzen. Soweit, so gut. Aber, und man konzentriere sich eben auf gewaltorientierte Gruppierungen. Dann ist es allerdings seltsam und kann nicht so ganz überzeugen, wenn der VS auch Gruppierungen nicht erwähnt, die dezidiert als gewaltorientiert eingestuft werden, nach Antwort auf eine unserer kleinen Anfragen. Zum Beispiel die Gruppierung ATES.H aus dem autonomen gewaltorientierten Spektrum. Vor allem aber müsste der Anspruch, wenn man das Ganze rechtsstaatlich und unparteiisch und unpolitisch macht, rechts wie links gleichermaßen angewendet werden. Sie ahnen es schon, mitnichten. Im Bereich Rechtsextremismus informiert der Verfassungsschutz sehr vollständig und sehr ausführlich über seine Beobachtungsobjekte. Dabei zeigt sich, dass diese angebliche Beschränkung auf gewaltorientierte und relevante Gruppierungen mit der Realität gar nichts zu tun hat. Um das mal plastisch zu machen, über die identitäre Bewegung Hamburgs, die ein Personenpotenzial von ca. 20 bis 30 Personen umfasst, nicht gewaltorientiert ist, berichtet der Verfassungsschutz auf 4 Seiten in seinem Bericht, von denen ein Großteil über bundesweite Geschehnisse berichten, weil es in Hamburg offenbar kaum was bis wenig zu berichten gibt. Über eine akademische Burschenschaft und eine Schülerverbindung berichtet das Landesamt jeweils trotz deren winziger Personenpotenziale. Über die Organisatoren der Merkel-muss-weg-Demo berichtet der VS in seinem aktuellen Bericht auf insgesamt ebenfalls 4 Seiten. Und auf der anderen Seite, Rote Flora ist vielleicht noch dem einen oder anderen ein Begriff, die ganze autonome Szene, einschließlich der Roten Flora, wird mit einer einzigen Seite im gesamten Bericht bedacht. Fällt Ihnen was auf oder ist das richtig so? Richtig, weil dahinter steckt ein Senator mit SPD-Parteibuch und der muss es ja wissen. Es erhärtet sich der Verdacht, dass das Landesamt für Verfassungsschutz, dass der Verfassungsschutz linksextremistische Gruppierungen, auch gewaltorientierte, geradezu systematisch verschleiert, ihren Umfang herunterspielt, während nicht gewaltorientierte, sehr kleine Personen umfassende rechte Gruppierungen geradezu systematisch aufgebauscht werden. Warum? Eine Erklärung hierfür könnte sein, tatsächlich gibt es eben nur wenige und sehr kleine Gruppierungen im Bereich des rechten Spektrums in Hamburg, die entsprechend hervorgehoben werden sollen, um den vom Senat sehr aufwendig geführten Kampf gegen rechts zu legitimieren. Dass wir von einem Kampf gegen links vom Senat noch nichts gehört haben, brauche ich an der Stelle kaum zu erwähnen. Nochmal, um zurückzukommen auf den Umgang mit dem linksextremistischen autonomen Zentrum Rote Flora. Von den Stimmen nach den Krawallen Rote Flora schließen, will heute natürlich keiner mehr was wissen. Und einzige Folge der Roten Flora-Gewalttaten anlässlich des G20-Gipfels in Hamburg ist eine Kennzeichnungspflicht für Polizisten, damit linke Chaoten die Polizei in Zukunft besser einschüchtern können. Ja, man rauft sich die Haare und... aber Andi Grote ist schließlich der Innensenator und von der SPD und der muss es ja wissen. Kapitel 5, das vorletzte Kapitel, auch was für Feinschmecker und politisch sehr Interessierte, subkulturell geprägter Rechts- und Linksextremismus in Hamburg. Was macht man, um das Phänomen des offenbar eher nicht so riesengroßen Rechtsextremismus einer rechten Szene weiter aufzubauschen? Richtig,
Wer kein bekennender Rechtsextremist ist, dem kann man ja vielleicht noch eine Gesinnung unterstellen. Psychologisch geradezu, indem man ihn subkulturell, unterbewusst dem Rechtsextremismus zurechnet. Gesagt, getan. Der Verfassungsschutzbericht des Bundes, genauso wie in Hamburg, weist sogenannten subkulturell geprägte Rechtsextremisten aus. Das sind Personen, die zum Beispiel an rechten, rechtsextremistischen Musikveranstaltungen teilnehmen oder in extremistischen Fußballfanszenen unterwegs sind. Der VS sagt dabei gleichzeitig, dass diese über kein geschlossenes rechtsextremistisches Weltbild verfügen, aber man kann ja mal davon sprechen und subkulturell ist schließlich ein weiter Begriff. Dann schauen wir mal, wie mit dieser Erkenntnis auf der anderen Seite des politischen Spektrums umgegangen wird. Aber hier, Sie ahnen es, Fehlanzeige. Links weist der VS in Hamburg wie auch im Bund kein subkulturell geprägtes linksextremistisches Personenpotenzial aus. Warum? Die offizielle Begründung im Behördensprech. Zitat: Der Begriff Subkultur wird für eine Kategorisierung von Gruppierungen in dem Phänomenbereich Linksextremismus im Verfassungsschutzverbund nicht verwendet und findet daher keine Berücksichtigung bei der Feststellung des Personenpotenzials. Zitat Ende. Dass das eine Nichtbegründung ist, ich mache das nicht, weil ich das nicht mache, fällt auch wieder dem einen oder anderen auf, nicht so an die Grote, obwohl er das eigentlich wissen müsste, denn er ist ja schließlich der Innensenator. Es ist soziologisch geradezu absurd, dass es nicht auch im Bereich des Linksextremismus Anhänger und Besucher linksextremistischer Musikveranstaltungen wie auch linksextremistische Fanszenen gäbe. Gerade im Umfeld des FC St. Pauli gibt es gewaltorientierte Hooligan-Gruppen wie die Gruppe Rot Sport Hools oder ich erinnere an diverse Musikfestivals der linksextremistischen Szene hier. Warum? Auch hier liegt der Verdacht wieder nahe, dass das linksextremistische Personenpotenzial verschleiert, eher runtergerechnet und rechtsextremistisches hervorgehoben werden soll. Ich formuliere das mal etwas schärfer. Der VS, aber insbesondere auch der rot-grüne Senat allgemein und die linke Stadtgesellschaft haben vor dem riesigen Potenzial des subkulturell geprägten Linksextremismus in Hamburg nicht nur kapituliert, sie betreiben geradezu eine Appeasement-Politik und fördern diese Strukturen durch Raumgewährungen und finanzielle Zuschüsse für den sogenannten Kampf gegen Rechts. Ich fordere, machen wir endlich Schluss mit diesem Appeasement gegenüber dem Linksextremismus in unserer Hansestadt. Und jetzt komme ich zum Schlusskapitel 6, einseitige Verbotsmaßnahmen gegen extremistische Bestrebungen. Nicht nur in Hamburg, sondern bundesweit. Im Anhang des Bundesverfassungsschutzberichtes werden jährlich die Verbotsmaßnahmen gegen extremistische Bestrebungen seit 1990 aufgeführt. Seit 1990 wurden vom Innenministerium unter Zuhilfenahme der Erkenntnisse aus den Landesämtern und des Bundesamtes für Verfassungsschutz unter anderem 12 rechtsextremistische und 16 islamistische Vereinigungen verboten, zumeist über das juristische Mittel des Vereinsverbots. Der Hamburger VS hat beispielsweise bei der Vorbereitung des Verbots der rechtsextremistischen Weiße Wölfe Terrorcrew unter hohem personellen und materiellen Aufwand wesentlich zugearbeitet und ist stolz darauf. 12 rechtsextremistische verboten, 16 islamistische verboten. Und links? Seit Januar 1990 wurde eine einzige linksextremistische Organisation verboten, die Internetseite linksunten.indymedia, durch Abschaltung. Sie erinnern sich, das war die Seite, in der immer wieder Bekennerschreiben der autonomen Szene nach Gewaltstraftaten veröffentlicht wurden. Längst ist die Seite in abgewandelter Form wieder aktiv. Ich halte fest, während der Verfassungsschutz auch in Hamburg akribisch Informationen über rechtsextremistische oder islamistische Gruppierungen sammelt, diese auch an die Sicherheitsbehörden weiterleitet, um so grundsätzlich zu begrüßende Verbotsmaßnahmen gegen extremistische Gruppierungen vorzubereiten,
Denn das ist klar, wir als Rechtsstaatspartei sind gegen Extremismus von rechts wie links. Das ist, brauche ich nicht extra zu betonen. Nur, dass das bei linksextremistischen Gruppierungen wieder kaum stattfindet und in den letzten 30 Jahren ein einziges Mal stattgehabt hat, das gibt einem doch wieder etwas zu denken. Aktuellstes Beispiel für diese Akribie im Kampf gegen rechts ist die sogenannte Spezialeinheit gegen Rechtsextremismus, die Innensenator Andi Grote für Hamburg angekündigt hat. Hierbei kann man schon allein fragen, warum ausgerechnet eine Spezialeinheit gegen rechts jetzt so drängend ist. Die Zahlen vorhin hatten wir ja uns bereits angeschaut. Er begründete das jetzt so: Ich glaube, das ist die ernsteste Bedrohung, die wir im Moment im extremistischen Bereich in Deutschland haben. Cyber-Nazi-Jäger sollten Strukturen aufdecken wie Vernetzungen zwischen Rechtsextremen und Rechtspopulisten. Auch das, gerade die letzte Zeile, ist etwas, was man sich auf der Zunge zergehen lassen sollte und auf das ich jetzt gleich noch kurz eingehe. Verbindungen zwischen Rechtsextremisten und Rechtspopulisten. Ich erinnere nochmal an die Aufgabe des Verfassungsschutzes. Herr Hartwig hat es vorhin noch ausgeführt. Mit meinen eigenen Worten sage ich, Aufgabe ist es im Kern, staatsgefährdende Umsturzversuche zu unterbinden, wenn der Kern unserer Verfassungsordnung, unserer Staatsordnung in Gefahr ist. Aber es ist nicht und darf nicht die Aufgabe des Verfassungsschutzes sein, als Gesinnungspolizei jegliche Kritik an der Politik der herrschenden Parteien zu diffamieren und die Kritiker als Aussätzige an den Pranger zu stellen. Dagegen verwahren wir uns. Und gerade an diesem Zitat zeigt sich diese Politisierung. Bei dem Ansatz einer Verknüpfung zwischen Rechtsextremismus einerseits und dem sogenannten Rechtspopulismus andererseits, was auch immer das ist, wir wissen alle, das ist ein politischer Kampfbegriff, man könnte auch zu konstruieren, handelt es sich um einen rechtswidrigen, mit dem Verfassungsschutzgesetz nicht zu vereinbarenden Missbrauch des Verfassungsschutzes. Denn gegen wen sich der Begriff des Rechtspopulismus richtet, dürfte auch klar sein. Herr Hartwig hatte vorhin schon Herrn Maaßen zitiert, der in der Jungen Freiheit vom 9. August, also nicht mal einen Monat ist es her, diese Aussage getroffen hatte. Politischen Druck, die AfD unbedingt zu beobachten. Dass der Hamburger VS, jedenfalls unter dem derzeitigen Senat, nie auf den Gedanken käme, linkspopulistische Akteure zu untersuchen, dürfte jedem von uns hier klar sein. Ich halte zum Schluss fest, die Aufgabe des VS kann und darf es nur sein, im Einklang mit dem Gesetz zu handeln. Alles andere, dieser Weg zur geheimen Gesinnungspolizei, ist verfassungswidrig und eines freiheitlichen Rechtsstaates unwürdig. Vielen Dank.